Ja, herzlich willkommen zum heutigen Call. Super, dass sich so viele wieder gefunden haben. Wir haben jetzt wirklich täglich Aktivitäten. Wir haben täglich entweder Weiterbildungscalls oder wir haben täglich Calls, wo man Leute einladen kann, wo wir Präsentationen haben, Geschäftspräsentationen oder auch so wie am Donnerstag, wo wir Stories erzählen. Jetzt auf Deutsch haben wir da einen Call noch eingeflochten am Donnerstag und dann auch nächste Woche Dienstag, wo mehrere unterschiedliche dann ihre Stories erzählen. Wolfgang Sonntag, die Julia, der Jose, der Leo, die Martina, ich und wer weiß, was sonst noch alles passiert. Das heißt, wir sind so am Vorwärtskommen, weil viele aus dem Team auch diese Chance nutzen, Menschen anzurufen, die jetzt einfach zu Hause sitzen und die vielleicht auch danach trachten, noch ein zusätzliches Einkommen irgendwie zu haben oder sich jetzt auch die Zeit nehmen, diese Geschäftsidee kennenzulernen. Wir haben heute das Thema Kontaktmöglichkeiten in einer Zeit voller Herausforderungen und Chancen. Und das finde ich extrem spannend, weil sich so viel tut. Und ich soll alle stumm schalten, das kann ich machen, ja, Teilnehmer, alle stumm schalten. Und wenn dann jemand was sagen will, dann kann er ja sein Mikrofon wieder freischalten. Danke für den Tipp, mache ich gerne. Wir wollen das ja auch Leuten zur Verfügung stellen, ich weiß, ist ja aufgenommen, die vielleicht jetzt im Call nicht dabei sind. Es ist so spannend, was sich jetzt tut, von kleinen Umsätzen bis großen Umsätzen, von wenigen Einschreiben bis vielen Einschreiben pro Woche. Und ich möchte aber trotzdem vielleicht mit einem Beispiel beginnen, mit dem Willi. Der Willi ist jetzt, Willi, du bist seit 3 Jahren dabei. Willi, schalte mal den Ton frei, dass wir auch ein bisschen kommunizieren können. Ja, Gerd, bin seit 3 Jahren dabei. Genau. Du bist hast gesagt, vor 4 Jahren dabei, was wirklich ja. Nicht stimmt, war nicht Spaß. Okay. Seit 3 Jahren und habe wirklich nicht viel gemacht. Genau. Du bist Tennistrainer, dir hat alles schon wehtan. Du bist dann einen anderen Job noch angegangen, um deine Fixkosten gut abzudecken. Ja. Und hast aber jetzt irgendwann einmal gesagt, Schnauze voll, jetzt gehe ich es an. Das war letzte Woche. Richtig. Und jetzt habe ich es auch begriffen. Von nichts kommt nichts. Ich habe sehr, sehr viele Kontakte, kenne sehr, sehr viele Leute. Und so habe ich alles zusammengeschrieben für morgen. Mhm. Knappe 20 Leute. Okay. Das heißt, am Freitag haben wir telefoniert, hattest du mir schon angerufen und gesagt, pass auf, Gerd, 7 Leute sind am Dienstag bei der Präsentation dabei. Genau. Und bei einer der folgenden Präsentationen. Samstag hast du angerufen, es sind schon 10. Sonntag hast du angerufen, es sind 15. Jetzt sind schon 20. Die bei den nächsten Veranstaltungen dabei sind, fixe Zusagen. Was ganz witzig ist, der Willi sagt, ich habe einen Onkel in Amerika und ich kann nicht Englisch. Ich habe ihm Willi eine WhatsApp geschrieben, die er seinen Onkel schicken soll von der Präsentation am Sonntag. Sein Onkel aus Amerika war dabei. Danach hat er uns angezoomt, der Willi war dabei. Ich habe ihm Willi das übersetzt, was sein Onkel gesagt hat. Der Willi hat mir was gesagt, ich habe es dem Onkel übersetzt und der Onkel schreibt sich ein. Hast du den Onkel jemals persönlich getroffen, Willi? Noch nie. Noch nie. Das zur Möglichkeit, Menschen vielleicht zu kontaktieren, die man noch nie gesehen hat, die trotzdem irgendwie verwandt sind mit einer Chance, dass die einsteigt. Der Willi hat irgendwann auch zu einer Möglichkeit kontaktieren oder warum gerade in dieser Situation. Der Willi hat vor 2 Jahren jemand eingeschrieben, ein Schweizer Tennistrainer, der war eingestiegen, hat eine Bestellung gemacht. Wir haben ihn dann wochenlang, monatelang nicht erreicht, er hat sich nicht gemeldet. Was hat er gemacht? Derjenige ist nach 12 Monaten wieder rausgefallen. Mhm. Letzte Woche sagt der Willi, pass auf, der hat sich gemeldet, können wir mit dem nochmal so einen Zoom-Call machen. Wir hatten den Zoom-Call zu dritt. Der hat sofort gesagt, schreibt es mich ein, jetzt mal es ernst, weil ich kann jetzt weder Tennis spielen noch Einkommen erzielen. Ich habe jetzt kapiert, dass ich einen Plan B brauche. 2 Jahre später hat es der verstanden, hat wieder Erstbestellung gemacht, Willi hat wieder einen Erstbestellungsbonus gekriegt, ist auch gut. Und der wird es jetzt oder hat wieder eine Chance, es diesmal wirklich umzusetzen und etwas draus zu machen. Wir werden es sehen. Wir werden vielen Leuten jetzt Chancen geben. Trotzdem ist jeder für seine Zukunft selbst verantwortlich. Aber danke, Willi, dass du jetzt einfach uns als Beispiel zeigst. Sehr gerne, gerne. Oft dabei gewesen, viel ausgeschoben, tausende Ausreden habe ich gehört. Ausreden, genau. Aber ich habe den Willi nie fallen lassen. Ich glaube, das ist wichtig auch von einer Upline. Niemand, nicht an jemanden zu denken, na bitte, der ist mir wurscht. Hier und da habe ich mich natürlich ein bisschen, wie man sagt, auf Wienerisch sagt, gefrotzelt gefühlt, dass er Dinge nicht erledigt oder nicht macht, die wir vereinbart haben. Aber jetzt, wie man sieht,
ist der Moment gekommen und jetzt bin ich genauso da und wir machen viele Gespräche und wir werden viele, viele Leute ins Team reinbringen und noch viel Erfolge gemeinsam feiern. Freut mich, Gerhard. Super. Klaus, vielleicht zu dir. Du hast ja auch gerade enorme Erfolge eingefahren. Was hat bei dir Klick gemacht und warum, was hat sich bei dir verändert? Naja, einerseits, ich muss einfach was tun, weil ich meinen anderen Job aufgegeben habe, ja. Das war mal der Hauptgrund, warum ich ja das tun will, dass ich mich ja eigentlich mal in eine finanzielle Freiheit begebe, nicht? Und das tue, was ich möchte. Das war mal eigentlich der Hauptgrund für mich, dass ich einfach einmal gesagt habe, ich möchte was tun, was mir Spaß macht, wo ich anderen Menschen helfen kann. Das gefällt mir einfach. Beruhigen kann ich gut Leute, deswegen sitze ich da ein bisschen auf der Hotline bei der AGES. Außer meine Frau, die schaffe ich es nicht zum Beruhigen. Ja. Also man darf halt nicht mit mir zusammenleben anscheinend. Aber und das waren so die Hauptgründe. Und jetzt ist natürlich dann über Kontakte, wie viele auch sagen, es sind einfach die Kontakte, ne, die du brauchst. Und dann öffnet sich irgendwo ein Fenster. Nicht? Ich meine, ich kenne, mit dem ich jetzt da den großen Deal gemacht habe, den kenne ich schon ewig, ist ein Kunde von mir gewesen. Jetzt bastelt man sein Reisemobil und so sind wir dann zustande gekommen. Nicht? Er hilft mir, ich helfe ihm. Hab jetzt durch dieses Zusammenbauen auch jetzt, da habe ich gestern ein bisschen Connection dann gehabt, mehr seit dem Wochenende mit Iraner. Da habe ich heute wieder mit dem zweiten Iraner telefoniert, die ja da auch Unterstützung brauchen und bin neugierig, ob sich da kann sich auch durch was ergeben, weil ich wieder von einem anderen weiß, der wieder was anderes braucht, nicht? Also so einfach, tut keine wem und es ist unglaublich, was hier alles möglich ist. Nicht? Und natürlich, wenn ich so ein großes Geschäft mal habe, das so etwas ist natürlich schon etwas Besonderes und es tut gut und es motiviert aber natürlich auch ein wenig. Ja. Das ist schon angenehm und da hast du dann die Möglichkeiten zu höheren Rängen. Nicht? Also Weizgold ist im Ziel in Reichweite und das ist das Ziel in den nächsten 2 Wochen. Nicht? Und dann kann es noch weiter so gehen. Nicht? Und dann ist man auch gleich wieder mehr motiviert. Du sprichst natürlich dann auch mit anderen Leuten ein bisschen einfacher. Vielleicht für die, die sich auch im Nachhinein anhören oder die Zahlen vielleicht nicht kennen. Du hast die Entscheidung getroffen, ich glaube vor 6 Wochen. Wir sind dann jeden Freitag mit der Martina gemeinsam zu dritt zusammengesessen. Mhm. Und haben jede Woche am Freitag um 8 Uhr in der Früh, wie wir noch zusammensitzen durften, uns persönlich getroffen und die nächste Woche geplant. Wie wir uns nicht mehr zusammensetzen haben können, haben wir es per Zoom-Meeting trotzdem weitergemacht. Klaus hat, glaube ich, letzte Woche fast 3.000 rausbekommen und diese Woche, glaube ich, ein Tausender. Das heißt, wenn wir sie so einspielen auf die 1.000 mindestens in der Woche, dann wäre das für manche schon ein sehr, sehr vernünftiges Nebeneinkommen oder Haupteinkommen. Ich glaube, dass es auch zeigt, es ist möglich. Wirklich, da draußen sind genug Chancen. Und wie der Klaus schon gesagt hat, oder jetzt auch, wie wir es gehört haben beim Willi, alle Menschen, die man so im Kopf hat, die man vielleicht noch nie angerufen hat, deren einfach zu sagen, pass auf, hör dir mal meine Story an. Ich glaube, das ist eine Chance, nicht nur für dich oder für andere. Ich glaube, man könnte es auch bei manchen indirekt machen, wo man so ein bisschen Respekt hat, wo man den anrufen sollte, dass man den anruft und sagt, pass auf, ich baue mal gerade ein Geschäft auf. Genau jetzt in dieser Phase gibt es Menschen, die zu Hause sitzen und kein Einkommen haben. Wer würde dir einfallen, mit dem ich jetzt zusammentreffen sollte? Dieser indirekte Weg ist, glaube ich, sehr angenehm für manche, weil er kann dann immer noch sagen, ja, ich mache mit. Aber wenn du den indirekt fragst und sagst, ich habe gesagt, wenn jemand sagt, er hat keine Kontakte, sage ich, ruf 10 Freunde an und sage, gib mir bitte 5 Leute, die jetzt daheim sitzen. Also dein Friseur, Fußpflege, ja, Masseur, dein Physiotherapeuten und weiß nicht, dein Schuhmacher oder was es halt ist. Völlig egal. Du kannst etliches aufzählen und den wird zu jedem Thema wird ihm ein Name einfallen, den du vielleicht dann anrufen kannst oder wo du vielleicht die Connection kriegst und sagst, du darf ich denen zumindest die Geschäftsidee vorstellen, die man von zu Hause aus machen kann. Vielleicht fällt ja das Korn auf fruchtbaren Boden. Wir wissen es im Vorhinein nicht. Wir sehen es erst im Nachhinein.
aber wir nehmen uns viel zu viel Zeit weg, um diese Chancen wirklich zu kriegen, gerade jetzt in der Phase, und wirklich wie der Bauer einmal gescheit Saat auszubringen und dann hundertprozentig sicher eine Ernte einzufahren. Nicht jedes Korn geht auf, aber viele werden aufgehen. Ich möchte aber auch den Josie bitten, sich freizuschalten, was der Josie jetzt sehr gut macht. Er kümmert sich jetzt extrem um seine Leute und hilft denen, Ideen zu haben. Er bringt dann Spirit in sein Team, gemeinsam mit dem Leo. Die machen das zu zweit. Ich glaube, oft sind sie Zwillinge, aber sie treten halt mit gemeinsamen doppelten Energien auf. 1 + 1 = 3. Das heißt, sie duplizieren nicht nur die Energie, sondern sie exponieren diese Energie. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass sie als Team auftreten und im Team so vielen Leuten Ideen geben, sie unterstützen. Josie, kannst du vielleicht kurz erzählen, was du so machst, weil du bist ja derzeit auch Fulltime, weil sich so viel ergibt im Team. Mhm. Sehr gerne. Also auf der einen Seite, ich habe ja sehr viele Kontakte auch im Wirtschaftsbereich, und es ist gerade interessant, in der aktuellen Phase, so wie du auch gesagt hast, die Leute sitzen zu Hause. Die einen machen Homeoffice, die anderen haben Kurzarbeit, die anderen sind überhaupt beim AMS angemeldet. Und interessant ist, ab dem Zeitpunkt, wenn man, oder ich habe begonnen, mit den Leuten mehr auch ins Gespräch reinzugehen und gezeigt, dass ich hinhöre. Also nicht zuhören, sondern hinhören und wirklich beim anderen zu sein. Was meine ich damit? Wenn ich eine Frage stelle und ich sage, okay, erzähl mir deine Gedanken dazu, dann könnten diese Gedanken zu irgendeinem Thema positiv oder negativ sein. In dem Moment, wo ich mit Gedanken in einem positiven Feld drinnen bin, dann entwickeln sich automatisch positive Emotionen. Das heißt, man hört richtig und man sieht auch im Gesicht, ob jemand enthusiastisch ist oder ob ihm gerade das Gesicht einschläft. Wenn er begeistert ist, dann öffnen sich auch die Augen. Das heißt, diese Person beginnt wirklich in der Emotion auch zu sprechen, und dadurch redet auch, also zuerst fühlt die Person positiv und dann spricht die Person auch positiv. Das heißt, die Handlung auf der einen Seite entweder mit der Hand, wenn ich etwas tue oder ich gehe, oder auf der zweiten Seite, ich kommuniziere auch anders. Und dadurch kriegt die Person auch ein anderes Ergebnis, ein anderes Resultat. Das heißt ganz einfach, zuerst muss ich dort sein, wo ich hin möchte. Ich tue dann dementsprechend etwas und bekomme etwas. Und ich habe heute, gestern und vorgestern sehr, sehr interessante Gespräche auch in diese Richtung geführt, wo die Personen jeweils auch mir dann als Reflexion auch gegeben haben. So habe ich noch jemanden mit mir reden gehört. Du hast hingehört, du hast mir die eine oder andere Frage gestellt, du hast mich dadurch auch zum Nachdenken angeregt und du hast Respekt auch gezeigt, der Antwort, die ich dir gegeben habe, und bist auch da noch tiefer hineingegangen. Das habe ich aber erst ab dem Zeitpunkt gemacht, wo ich eine Bestätigung auch bekommen habe, eine Erlaubnis auch bekommen habe, mich um ein gewisses Thema mit dieser Person zu unterhalten. Und das ist auch ein extrem wertvolle und wertschätzende Eigenschaft, denn ab dem Zeitpunkt, wo man die Erlaubnis bekommt von der anderen Person, dann öffnet sich diese Person auch auf einer ganz anderen Ebene. Und die Ergebnisse kommen dann eben aus dem Denken heraus, und die Person beginnt dann auch anders in eine andere Richtung auch hinzumanövrieren. Was sich daraus dann ergibt, sind dann eben die täglichen Gespräche daraus. Es gibt Personen oder gab Personen, die sich jetzt auch lizenziert haben, und ich habe nicht gesagt, und das habe ich auch jetzt in den letzten Tagen gelernt, ich habe sie nicht gefragt, ob sie bei mir im Team mitmachen wollen. Wenn ich sage, mach bei mir im Team mit, dann fühlt sich das nicht so gut an, als wenn ich jetzt sage, du kannst ja der Tolle sein, du kannst der Star sein, du kannst die Person sein, die anderen Menschen die Möglichkeit gibt, etwas zu verändern. Und das ist noch mehr aufwertend, als zu sagen, hey, komm in mein Team. Die sind schon in einem anderen Team. Sie sind irgendwo angestellt, die meisten zumindest, sind angestellt und leben
in einer Firma und arbeiten auch nach den Vorgaben, die der Chef vorgibt. Und wenn der Chef nicht inspirierend ist, dann lass die halt die Leute in einem gewissen Käfig arbeiten. Und ich war selber über 10 Jahre in so einer Situation drinnen, wo ich Entscheidungen mitgetragen habe, die ein anderer mir aufdoktoriert hat. Bis zu dem Punkt, wo einfach dieses Verhältnis, dieses Berufsverhältnis auch gekündigt worden ist. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich natürlich auch für mich entscheiden, will ich das wieder haben? Und ich habe für mich entschieden, nein, das möchte ich nicht. Und so macht es mir eben jeden Tag Spaß. Und jetzt gerade in dieser Phase, wo wir uns wechselseitig auch weiterhelfen, nicht gegenseitig, weil gegen wäre so, also wechselseitiges Miteinander, wechselseitig uns weiterhelfen, um den anderen zu unterstützen, einfach dort weiterzukommen, wo er gerade steht und nicht weiterkommt. Ja. Super, Josi, danke schön. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen helfen, ihr Team mit aufzubauen. Das heißt, wir unterstützen dort, wo es notwendig ist, dass jemand erfolgreich wird. Aber der Erfolg soll dieser Person gehören, mit seinem Team. Und wir sind die Unterstützer, dass einfach Leute Freude haben an ihrem Ergebnis und wir nicht ihnen das Ergebnis wegnehmen. Das ist ihr Ergebnis. Wir sind nur Teil dazu, vielleicht wo wir einfach ein Teil, wo wir mitgeholfen haben irgendwo, dass Ergebnisse überhaupt zustande kommen. Und um das überhaupt begleiten zu können, wie der Josi gesagt hat, müssen wir mal Gespräche führen und müssen einfach mal herausfinden, was will die Person. Ich mache einige Gespräche derzeit, auch mit bestehenden Partnern, aber auch mit neuen Interessenten, wo ich einfach hinterfrage. Das ist so diese drei Fragen, die ich sehr gern stelle. Die erste Frage ist, wie würde deine ideale Lebensqualität aussehen? Nicht jetzt auf die Krise schauen, sondern wie würde generell, wenn du jetzt mal Zeit hast, schreib mal auf einen Zettel auf, was hättest du gerne alles? Wo würdest du leben? Wie würdest du gerne leben? Mit wem würdest du gerne leben? Mit wie viel Geld würdest du gerne im Monat leben? Und, und. Was hast du für Träume, Visionen? Und wenn die Leute dann anfangen zu träumen, weil sie Zeit haben, alles aufschreiben, dann erkennen sie auch, dass sie am Holzweg sind und vielleicht gar nicht in die Richtung gehen, wie sie ihre Träume realisieren können. Der zweite Punkt, den ich da frage, wie viel Geld würdest du monatlich benötigen, um alle Träume zu realisieren? Und da fangen viele an, die Träume wegzustreichen, als darüber nachzudenken, ihr Einkommen zu erhöhen. Aber nicht mit mehr Aufwand von Zeit. Sonst wäre es ja wieder Hamsterer, sondern mit Möglichkeiten wie zum Beispiel Network Marketing oder Duplikation, wo wir nicht selbst alles machen müssen, sondern wo sich die Arbeit aufteilt auf viele. Und die dritte Frage, die ich dann stelle, bis wann hättest du gern diese Veränderung? Mit diesen drei Fragen kann man vielen Menschen da echt in ein nettes Gespräch reinbringen, aber das Gespräch auch führen. Nicht nur plaudern, sondern das Gespräch auch führen in die Richtung, dass die Leute mal zum Nachdenken kommen. Und dann aber auch, wenn jemand sagt, ja, machen wir das, auch die Angst nehmen, er muss es alles alleine machen, sondern zu sagen, wie wäre es, wenn wir deine Träume, wenn du weißt, bis wann das haben will und wie viel es ist und was es ist, dass wir sagen, ist es in Ordnung, dass wir jetzt uns jeden Tag oder jeden zweiten Tag hören, um wirklich Schritte zu machen Richtung Ergebnis? Weil wir waren jetzt gerade in einem Call, die Martina und ich, mit der Mani, mit der Linda Proctor und mit einigen anderen. Und da ist genau um das gegangen, dass viel zu viele Menschen zwar sozusagen eingeschrieben werden, dann ist die Arbeit erledigt, nein, sondern wenn wir die Ziele von den Personen wissen, mit den Zielen auch vorangehen, um sie dorthin zu begleiten, wo sie hinwollen und ihnen bewusst machen, weißt du eigentlich noch, warum wir da überhaupt reden? Oder ich würde nicht nerven, wenn ich dich anrufe, sondern ich will dir zur Verfügung stehen und dich begleiten, deine Ziele zu realisieren. Sonst hast du irgendwann einmal 100 Eingeschriebene, aber keine Führungskräfte, weil du hast es nur eingeschrieben, aber keiner von denen hat vielleicht das persönliche Ziel erreicht. Ich glaube, da geht es auch darum, wenn wir jetzt mit Menschen sprechen, und es geht ja um Kontaktmöglichkeiten, mit vielen Menschen nette Gespräche auch führen, aber auch gezielt anrufen und einfach sagen, du, jetzt haben wir ja beide Zeit, lassen wir uns darüber sprechen, was sind eigentlich so deine Träume, deine Visionen? Bist du zufrieden mit dem, was vor der Krise war, mit deinem Job, mit all dem drumherum? Wenn der dann flucht oder irgendwas sagt, na, geht mir ja am Nerv, okay, also wie lange, man kann sie auch fragen, ohne ihm zu sagen, du kannst ihnen dann sagen, ja, du hast aber noch 20 Jahre vor dir, dann fasst ihn voll ins Auge, oder du fragst, wie viele Jahre hast du noch, wo du den Job machen musst? Lass ihm selbst die Antworten geben. Du, nicht du ihm weh, sondern er soll es einfach selbst ein bisschen spüren vielleicht, was noch vor dieser Person liegt. Und dann, okay, und wenn du dann es geschafft hast bis zur Pension und dann endlich 70 bist, ist ja Traumziel, ne? Schnell 70 zu werden. Ich glaube nicht, dass das Traumziel ist. Was ist dann zwischen 70 und 100? Ne? Kannst du dann
mit genügend finanziellen Mitteln dein Leben so gestalten, wie du möchtest. Gemeinsam mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Enkeln oder wer halt noch sonst alle da ist. Ich glaube, wenn wir viele Gespräche führen, dann können wir viele Leute auch begeistern, darüber nachzudenken und gemeinsam Schritte zu machen in die richtige Richtung. Aber sprechen wir mal über Kontaktmöglichkeiten. Wer hat Ideen? Wo kann man überall kontaktieren? Auf welche Art und Weise? Machen wir so ein bisschen eine Sammlung gemeinsam. Jeder sagt einfach einen Satz und dann der nächste. Freundeskreis. Wieder mehr zum Sport gehen, und beim Sport kommt man mega leicht ins Gespräch, weil ich habe beim Sport immer zelebriert, auf dem Stepper habe ich erst meinen Ripsticks gemixt. Ich bin nicht mit der fertigen Flasche auf den Stepper gegangen, sondern habe das wirklich zelebriert, auch bewusst langsam, und die Leute gucken. Super, Lars. Nächste Idee, also Sportveranstaltungen. Wenn mir was dazu einfällt, sage ich es immer dazu. Vielleicht darüber nachdenken, wer in meinem Bekanntenkreis macht Sport. Vielleicht will ja auch etwas zelebrieren, etwas zu sich nehmen, was ihm mehr Leistung bringt. Also alle, die euch im Sportbereich einfallen von euren Freunden, auch wenn ihr nicht so gerne Sport macht. Weitere Ideen? Ja, einfach nachfragen. Im Umfeld, man kennt ja vielleicht die eine oder andere Person, die gerade im Dienstleistungsbereich ist, und einfach anrufen und sagen, du, wie geht's denn in der aktuellen Situation? Wenn du zu Hause bist. Man kann sich auch aus den Warnkontakten raustrauen, und wenn man zum Beispiel irgendwo hört im Radio, diese Berufsgruppe darf jetzt auch nicht arbeiten, zum Beispiel Physiotherapeuten, vielleicht ist jetzt jemand von denen hellhöriger als vor ein paar Monaten, weil die vielleicht auch zu Hause sitzen und gerade nichts verdienen. Oder Masseure. Oder Mütter, die vielleicht jetzt rund um die Uhr auf die Kinder aufpassen müssen oder dürfen und mit denen lernen, Dinge machen, die sie eigentlich vielleicht selbst gar nicht kennen aus den Unterlagen. Die vielleicht dann auch nachdenken, so, jetzt Volksschule kann ich noch mitlernen, aber was ist, wenn das Kind studieren will? Was kostet das Studium? Was kosten dann Menschen, die vielleicht auch sprachlich oder im Fachpersonal das dann unterstützend mitwirkt und. Das heißt, auch in dem Bereich einmal den Leuten auch eine Chance zu geben, auch für die Zukunft die finanziellen Mittel da irgendwie zur Verfügung zu haben. Kleine Anekdote. Heute Vormittag kam wieder mein Seizure-Paket vom UPS-Händler meines Vertrauens. Der hat mich heute gefragt, sag mal, was bringe ich dir da eigentlich jeden Monat? Sensationell. So. Und dann habe ich ihm Eiweiß-Schokolade mitgegeben, so einen Riegel. Und habe gesagt, probier einfach mal. Mal gucken. Super, er kommt mit vielen Menschen zusammen. Wer weiß, was da passiert. Ja? Ich tue mir ja oft einen Kaffee in der Früh beim Anker holen. Ne? Also die ist auch sehr gesprächig, da zählt immer viel. Ist jetzt ein bisschen panisch natürlich auch in der Situation. Und wenn man doch, weil ich ja oft sage, also ist ja wirklich bewundernswert, was die Leute machen, die für uns arbeiten, also die wirklich ihren Job jetzt erledigen und da an der Front sozusagen sind. Und habe ich gesagt, ich wollte da was mitbringen, was schenken. Habe ich gesagt, zuerst habe ich mir gedacht, ich kaufe da so eine Milka, nicht so Dankeschön. Habe ich gesagt, nein, bringt da was Gesundes. Habe ich ja zwei Supermix gegeben, habe ich ja zwei Pflaster gegeben, habe ich gesagt, das Pflaster für die Beruhigung und ein Supermix, das habe ich heute gegeben, hat sie sich gefreut. Bin neugierig, weil ich habe sie ja schon erzählt, ja. Aber sie ist noch nie so richtig drauf angesprungen. Und ich will dann nicht zu lästig werden, ja, weil das ist vielleicht auch nicht gut. Und jetzt haben wir doch, so werde ich das machen, nicht? Weil da kann ja vielleicht eher helfen. Und eigentlich natürlich im Supermarkt sind so Ideen, jetzt sind die sind ja voll da und arbeiten. Und heute habe ich wieder gesehen, weil ich bei einem Merkur war in Gerersdorf, die haben tragen Schutzmasken, man, sie haben es dann da unten, ja, haben sie eh nicht drüber. Aber ich gesagt, sie wissen, sie fahren sie da ständig ins Gesicht, wegen der Schutzmaske. Ne? Und so kommt man halt dann auch manchmal ins Reden. Ne?
wenn sie offen sind dann, nicht, wenn es ein bisschen ins Gespräch, wenn die Zeit natürlich ist, nicht, ich will nicht jemanden aufhalten, aber manchmal kann man natürlich, jetzt ist es ja doch ruhiger, nach dieser letzten Woche, wo, oder vorletzten Woche, so wo die Hamsterkäufe waren, also es ist ja jetzt schon angenehm. Nicht, also es ist ja wirklich ruhig in den Geschäften. Da haben sie ein bisschen mehr Zeit zum Reden. Ja, trotzdem gibt es viele Leute, die jetzt nicht arbeiten können und zu wenig Geld verdienen. Und dann gibt es einige Leute, die Doppelschichten fahren, weil es irgendwo in einem Betrieb sind, die Teigwaren, Nudeln, generell irgendwas herstellen, die beim Merkur arbeiten, vielleicht auch mit mehr Stress als sonst und, und. Ich glaube, dass viele Menschen unzufrieden sind. Die einen haben zu wenig Geld und die anderen haben derzeit zu viel Arbeit und müssen. Und da sind wahrscheinlich viele offen auf Veränderung. Ja. Es gibt vielleicht einen anderen Aspekt. Die, die jetzt da sehr viel Energie aufwenden, sind ja in der Regel jetzt Menschen, die ja mehr Zeit in der Arbeit verbringen, eigentlich zu einer Risikogruppe gehören, in der Zukunft vielleicht, ja, weil ja die Art und Weise und der Herangehensweise der Staat nicht so ist, diese Kurve der Ansteckung sehr flach zu halten. Manchen Staaten gelingt es, manchen nicht. Ja. Die sind an der, über der Grenze der Belastbarkeit des Gesundheitssystems angelangt, da wo die Leute schon teilweise dann irgendwo im Spital herumliegen, am Boden. Ja. Und jetzt wird die Kurve extrem stark hinuntergedrückt. Das heißt, es kommt fast zum Stillstand in einigen Staaten. Wir sehen es jetzt in Deutschland, Tschechien. Bei uns ist es auch so, dass wir die Kurve noch weiter runterdrücken möchten. Aber irgendwann werden diese Leute auch wieder hinausgehen. Ja? Das heißt, es kommt zu einer zweiten Welle. Also was machen die Leute, die jetzt dann mitbekommen, halt, es geht diese Ansteckungsgefahr, die ist ja nicht weg, die kommt ja. Ja? Wie fühlen sie die jetzt gesundheitlich? Kommt jetzt die Panik? Trauen sie die dann gar nicht mehr raus? Kann man denen nicht die Möglichkeit geben, schau, fang jetzt an, der körperliche System zu stärken. Und jetzt haben wir noch die, die in den Kaufhäusern sitzen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, die Ärzte, alle, die jetzt extrem gefährdet sind, ja, schwächen ihr Immunsystem aufgrund der hohen Leistung, die von ihnen abgefragt wird. Wenn die dann ausfallen, haben wir das nächste große Problem. Es ist doch nicht bei jedem angekommen, wie das ganze System jetzt beginnt zum Laufen in eine Richtung, die sonst gegen die nächste Wand fährt. Aber welche Kontaktmöglichkeit steckt hinter der Geschichte? Da haben wir sehr viele Kontaktmöglichkeiten, ja, wenn wir die Leute dafür sensibilisieren, wie das Ganze jetzt funktioniert und ablaufen wird. Weil wir kriegen so viele Informationen über die Medien rein, dass sich keiner mehr wirklich auskennt. Ja. Und jetzt habe ich eben diese Gruppen. Das ist der öffentliche Dienst. Das sind jetzt, man kann zu einer Remise gehen. Man kann mit einem Autobuschauffeur sprechen. Ja? Weil die haben ja, die stehen da mit einem leeren Autobus. Ja? Auch die haben Ängste. Die meisten aber ihren Job machen, kommen jeden Tag in Berührung mit anderen Leuten. Mhm. Der weiß nicht einmal, gehört er zur Risikogruppe oder nicht. Ich kann ja, wenn der jetzt auf der Endstation steht und ich gehe vorbei, mit dem ein Gespräch führen, ja, der raucht vielleicht eine Zigaretten, dann frage ich ihn, wie fühlst du dich denn in der Situation, wie geht's dir da? Im Prinzip sind es Geschichten, ja, und Gespräche, die man mit den Menschen führt. Man muss nicht über das Produkt reden, aber man lernt dann diesen Menschen kennen, wie er denkt, was er gerade fühlt. Und dann gehen die Gespräche tiefer. Ja, und dann kann man einmal den Kontakt austauschen. Und wie du gesagt hast, Gerd, sind es diese vielen Körner, die man verteilt. Ja, und auf diesem Weg kann ich jetzt hunderte Körner verteilen und 5 oder 10 Leute werden dich anrufen und sagen, hörst, du musst mir dort die Karte geben oder die Adresse geben, ich möchte mit dir da näher drüber sprechen und schon hat man Kontakte und da können jede Woche 10, 15 Kontakte entstehen dadurch. Ja, sollen von den 15 Kontakten 5 Einschreibungen sein, die sagen, okay, ich weiß, ich muss irgendwas tun, weil das hat noch kein Ende. Das kann noch 2 Jahre dauern, aber ich will da gesund durchkommen und gestärkt auch mental unter Umständen auch dann noch ein bisschen was dazu verdienen, wenn das Ganze vorbei ist, weil wir wissen nicht, wie es nachher weitergeht. Aber das sind Geschichten, die dahinter stehen, die sie entwickeln können. Super, Leo. Du hast mir jetzt auch ein paar Ideen gebracht, weil was ich noch gar nicht gedacht habe, nicht nur die ganzen Öffentlichen, alle Taxifahrer. Stell dir vor, du schreibst 3 Taxifahrer ein und jeder Taxifahrer kennt wieder 3 bis 10 Taxifahrer,
kann sein, dass du hunderte Leute im Team hast, obwohl du nur drei ins System gebracht hast. Wenn die ja noch die Geschäftsidee verstehen, was könnte da sein? Auch die kommen mit Menschen zusammen, wenn und sie Kunden ausführen. Wenn viele, wie du gesagt hast, in der Prävention, du sagst Firmen, wo die Leute überlastet sind, wie wäre es, wenn man jetzt zu Firmen hingeht, die wirklich gerade einen extremen Aufschwung haben und mehr Einnahmen haben denn je, weil sie doppelt und dreifach Schicht fahren? Wie wäre es, wenn man denen sagt, pass auf, jetzt tut es was für eure Mitarbeiter. Erstens, das Gesunde braucht es ja. Wenn man da eigentlich mitkriegt, dass so wie der Klaus bei einer Firma auf einmal 14.000 Umsatz macht mit einem Auftrag, mit einer Lieferung. Wie wäre es, wenn sowas jedes Monat irgendwo passiert oder vielleicht jede Woche oder jeden zweiten Tag, indem wir ein Gespräch mit einer Person führen, die vielleicht im Hintergrund wirklich einen Apparat hat, der funktionieren muss, der sich nicht leisten kann, dass er zugesperrt wird, weil ein Corona-Fall oder irgendwas. Oder halt jetzt, wenn das vorbei ist, dann eine normale Grippewelle ist. Einer steckt den anderen an. Es muss ja nicht immer Corona sein. Es kann eine normale Grippewelle auch sein. Wo einfach Personal dann zu 50% irgendwann über 3 Monate verteilt halt im Krankenstand ist. Was das alles kostet. Günther, du bist ja auch hier. Du bist ja da Spezialist in dem Bereich, weil du hast ja das studiert und du bist ja Doktor in dem Bereich. Also du hast ja auch Bücher, glaube ich, rausgebracht. Da geht es um die Wertschätzung des Mitarbeiters, was er wert ist und was er kostet, wenn er nicht da ist. Ne? Kannst dich du vielleicht kurz zum Wort melden? Ja, das ist richtig. Ja. Also man kann ja auch über die Mitarbeiter die Wertschöpfung im Unternehmen steigern. Ne? Und ich habe ja schon mit verschiedensten Unternehmen auch gesprochen, ja. Und bin dann relativ schnell eben mal beim Betriebsrat gelandet, ja, der dann eben für die Mitarbeiter was tun möchte. Und sage, okay, wenn die Mitarbeiter einfach gesünder sind und einfach geistig reger sind, ja, sind sie auch in der Lage, mehr fürs Unternehmen zu tun, aber es geht ihnen auch privat besser. Ja. Sozusagen, sie können nicht den Körper oder den Geist aufteilen und sagen, okay, jetzt bin ich in der Firma, deswegen muss ich mich zurückschrauben, ja, damit ich sparen kann fürs Private, das ist ja nicht so. Ja. Also sie sind in Summe einfach fitter und können einfach in Summe mehr leisten. Und ich habe jetzt auch darüber hinaus noch nachgedacht. Warum denke ich mir immer an neue Leute, die wir jetzt da kontaktieren wollen? Ja? Soll vielleicht jeder mal seinen Fundus nachschrauben? Welche sind denn eigentlich unter Anführungszeichen tot? Ja? Der Wilhelm, ja, wie ich jetzt kennengelernt habe, war 3 Jahre mehr oder weniger tot. Ja? Jetzt ist er zum Leben erweckt worden wieder. Ja? Vielleicht ist es sogar in manchen Fällen einfacher, diese sogenannten vermeintlichen Todbäume kurz anzurufen und zu fragen, wie schaut es aus? Ja? Gerade jetzt haben sich die Situation für viele verändert, ja. Mit meiner Referenz im Hotelbereich, ja, da bin ich jetzt auch im Gespräch, dass wir jetzt mehr machen wollen, ja, weil er ist unten der Chef von 2 Luxusressorts im Indischen Ozean. Und ja, das eine ist schon zu, ja, und beim anderen ist halt auch die Nachfrage sehr eingebrochen. Die Flieger sind mal die Flüge dorthin eingestellt, ja, ist halt sehr, sehr schwierig, ja. Da muss man auch drüber nachdenken, okay, welche Alternativen gibt es, ja. Und das ist nur ein weiteres Problem. Wir reden jetzt eigentlich nur von der Corona-Krise. Ja? Die Corona-Krise wird irgendwann mal wieder vorbei sein. Die eigentliche Krise wird jetzt auf uns zukommen. Ja? Das sehen wir eigentlich noch gar nicht. Ja? Die ganze Wirtschaft, die dahinter steht, ja, wird solche Defizite haben. Ja? Und dann wird es sehr schwer sein, dann eben diese Lieferketten, die jetzt mitunter auch eingebrochen sind, ja, durch neue zu ersetzen, ja, damit das alles wieder zum Laufen kommt. Ja? Also ich glaube, da kommt noch vieles auf uns zu, mit dem wir noch gar nicht rechnen. Ja? Und das Ganze wird noch viel, viel länger dauern als eigentlich die vermeintliche Corona-Krise. Ja? Sondern die wirtschaftliche Krise wird erst auf uns zukommen in der nächsten Zeit. Ja? Und das bedenkt man noch viel zu wenig. Zudem ist die Frage zu klären, die Corona-Krise, ja, die ist dann vorbei. Ist sie vorbei oder kommt sie wieder? Ja? Virus sozusagen, meine ich so wie der Grippevirus, ja? Die Influenza, ja? Die gibt es jedes Jahr, ja. Was machen wir jetzt, wenn dieser Coronavirus jedes Jahr auftritt? Machen wir jedes Jahr Evakuierung oder Quarantäne? Ja? Das wird die Wirtschaft nicht aushalten. Ja? Also wir werden da sicherlich Mittel und Wege uns überlegen müssen, okay, wie wir uns da vielleicht auf mehrere Standbeine absichern können. Ja? Ich bin ganz bei dir. Auf das habe ich noch gar nicht gedacht, dass Influenza jedes Jahr anders ist. Und da finden sie vielleicht ein Mittel, aber meistens auch wieder zu spät, wenn es eh schon wieder vorbei ist. Und wenn da wirklich Dinge kommen, ich glaube, dass die Menschheit nicht
die gleiche ist. Ich glaube, dass Menschen zusammenwachsen werden in Zukunft. Man wird sich wieder freuen, andere zu treffen und wird die Vorteile und Stärken von Menschen viel mehr schätzen lernen wieder. Und nicht, da ist man am Nerv gegangen, sondern super, dass ich ihn wieder treffen kann. Ich glaube, Menschen werden zusammenwachsen. Und das ist ja etwas, was im Network Marketing noch einmal ein Turbo ist. Wenn Menschen miteinander etwas schaffen wollen, das Unabhängigkeit bedeutet und Residualeinkommen. Ich kenne jemanden in Amerika und wenn dort diese Zeit ist, wo der Taifun und diese ganzen Dinge da drüber fahren, diese Stürme, dann hängt der seine Stahlbretter bei den Fenstern ein und ist an zwei Wochen, manchmal drei Wochen bei Kerzenlicht, weil ja auch die Elektrizität komplett zum Erliegen kommt. Das letzte Mal, wie das war, hat er nach diesen drei Wochen um $12,000 im Monat mehr verdient, wie wieder alles zum Leben erweckt wurde, weil er Teams hatte, international, die in der Zeit so gewachsen sind, dass er auf einmal um $12,000 im Monat mehr verdient hat. Das heißt, wie wäre es, wenn wir international etwas aufbauen, vielen Menschen helfen, ein Einkommen zu generieren, ein Team aufzubauen, dabei noch Menschen helfen, gesund zu werden oder gesund zu bleiben, und das mit einem gemeinsamen Netzwerk, das immer stärker und immer größer wird. Die Menschen rausholen aus dem Hamsterrad zu einer Chance, zu einer Möglichkeit, ein eigenes Einkommen bei Selbstbestimmtheit zu erleben. Und da können wir uns nur das Ziel setzen, also mein Ziel ist ja, 10.000 Menschen zu über 10.000 Euro im Monat zu begleiten. 10.000 Menschen im Team zu mindestens 10.000 Euro monatlich zu begleiten. Das ist natürlich klar, dass ich da ein großes Team aufbauen dafür möchte und auch muss, wenn ich das Ziel erreichen will. Darum auch viele Kontakte am Tag, wie wir heute gesagt haben, viele Körner ausbringen, wie es der Leo auch nochmal bestätigt hat, damit manche Körner zu Pflanzen werden und aus manchen Pflanzen viel Ernte entsteht. Viel Bäume, wo dann Früchte draufhängen. Was ich erlebe, aber dass die meisten Menschen so Woche zu Woche vergehen lassen und dann genau wissen, mit welchen zwei Leute sie geredet haben. Wenn du mich fragst nach einer Woche, mit wie vielen Leuten ich rede, ich weiß die Namen gar nicht mehr, wenn ich mir das nicht aufschreiben würde, weil so viele sind. Beim Willi jetzt genauso, wenn der nicht aufschreiben würde, seine Listen, würde er gar nicht mehr wissen, mit wem er telefoniert hat. Das heißt, diesen Turbo zu schalten, um sich eine Basis zu schaffen, von denen wir dann Monate und ein Leben lang vielleicht 10, 20, 30, 50.000 im Monat, 100.000 im Monat rausbekommen, das sind alles keine Märchen, das ist Realität. Manche machen es, manche nicht. Und das obliegt wieder uns, was wir aus den Stunden, die uns zur Verfügung stehen, machen, ob einfach die Wochen vergehen und wir sagen, ja, die Krise ist jetzt vorbei oder anderer sagt, in der Krise habe ich 1 Million verdient. Das ist eben die Frage. Ist es Krise oder ist es Chance? Ich sehe es als Riesenchance jetzt, weil die Leute endlich einmal Zeit haben, uns zuzuhören oder hinzuhören auf das, was wir ihnen erzählen. Danke, dass so viele Wortmeldungen Die Corona-Krise, ja, die wird vielleicht irgendwann einmal vorbei sein, aber die nächste Krise steht vor der Tür, ja. Das sollten wir uns immer im Auge behalten. Ja? Es ist umso viel wichtiger, immer Krisenprävention zu machen. Ja? Nicht nur jetzt sozusagen eindimensional von heute auf morgen zu denken, sondern im Voraus, ja, für die nächsten, was wir in den nächsten 2, 3 Jahren erreichen. Ja? Und da werden sicherlich noch viele Krisen auf uns zukommen. Ja? Ja. Und es wird nicht aufhören. Deswegen, wie der Lehrer gesagt hat, wird es umso wichtiger sein, sich mehrere Standbeine aufzubauen. Ja? Vielleicht noch ein Thema. Der Lars hat irgendwann einmal geschrieben, ja, so viele Leute haben jetzt, hat jetzt echt viel Stress, weil so viele Leute an der Börse verloren haben. Ja, wenn die Börse 30% fällt und die Leute wollen davon ihr Leben absichern, dann tut es wahrscheinlich jetzt gerade Millionen Menschen weh, die da nichts entnehmen können, weil es weiter unten ist, als vielleicht als sie eingestiegen sind. Wenn aber jemand ein passives Einkommen hat von 10.000 und gibt sich den Luxus zu spekulieren und er braucht es nicht zum Leben, dann tut es ihm vielleicht nicht weh, weil er mit was anderem sein Geld verdient. Dann soll er spekulieren, wenn das sein Hobby ist. Aber ich glaube, dass man den Leuten auch sagen sollten, davon zu glauben, das Leben immer sicher absichern zu können, da könnte man vielleicht auch wieder die nächsten Kontakte machen. Also ich glaube, aus unserem Team heraus, aus dem Sammelsurium, sind so viele Ideen jetzt entstanden. Gehen wir raus und sprechen wir halt mit all den Leuten, was uns jetzt gerade gemeinsam eingefallen sind und machen wir was draus. Alles Gute, danke, dass ihr heute dabei wart. Morgen ist Präsentation, die ganze Woche. Ihr habt eh bei WhatsApp bekommen, was sich jeden Tag abspielt. Nutzt mal die Zeit, nutzt mal die Chance und bringen Menschen auch dazu, diese Chance mit uns gemeinsam zu erleben. Alles Gute, schönen Abend. Tschüss. Danke, lieber Abend. Danke. Ciao.